Der glückliche Biber. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß und heute ganz besonders dir, lieber Enrico. Eines Nachmittags im Herbst brach ein schreckliches Unwetter über dem Sumpf aus. Es blitzte und donnerte und der Regen rauschte herab wie ein Sturzbach. Und dann kam der furchtbare Sturm. Er drückte das Schilf zu Boden, machte riesige Wellen ins Wasser, riss Bäume aus und schwemmte die schöne Burg des Bibers davon. Der Biber hatte zum Glück bereits bei Beginn des Unwetters seinen Bau verlassen und in einem hohlen Baum Unterschlupf gefunden. Da saß er nun in der sicheren Baumhöhle und horchte besorgt auf das Toben des Unwetters. Hoffentlich hält der Baum dem Sturm stand, dachte er. Und der Baum hielt. Er war dick und stark und hatte lange Wurzeln. Wie jedes Unwetter ging auch dieses vorüber. Einige Stunden später schien wieder die Sonne. Der Biber konnte die Baumhöhle verlassen. Aber wie sah das Land jetzt aus? Die Biberburg war verschwunden, der Schilfwald stellenweise geknickt und überall lagen entwurzelte Bäume herum. Der kleine Biber ging traurig durch die verwüstete Landschaft. Plötzlich sah er im Gras einen Koffer liegen. Ein Koffer, dachte der Biber. Den muss jemand im Sturm verloren haben. Der Koffer trug eine Aufschrift. Glück und Sohn, buchstabierte der Biber. Ganz klar, dieser Koffer gehört Herrn Glück und seinem Sohn, sagte sich der Biber. Ich werde die beiden suchen und ihnen den Koffer zurückbringen, dachte der Biber. Vielleicht bekomme ich dann einen Finderlohn. Außerdem muss ich mir ein neues Zuhause suchen. Hier hält mich ohnehin nichts mehr. Also schulterte der Biber den Koffer und machte sich auf den Weg. Als er eine Weile gewandert war, traf er am Ufer eines Tümpels eine alte Riesenkröte. »Wohin des Weges?« fragte die Kröte. »Ich suche einen gewissen Herrn Glück und seinen Sohn«, sagte der Biber. »Sie haben ihren Koffer verloren, den hier auf meiner Schulter. Hast du die beiden nicht zufällig gesehen?« »Glück und Sohn, Glück und Sohn«, murmelte die große Kröte. »Nein, tut mir leid, ich kenne niemand, der so heißt. Aber fragen mal den Pelikan, der weiß doch immer alles. Hinten am großen Schilfwald wohnt er.« »Gut«, sagte der Biber, »ich werde ihn fragen. Auf Wiedersehen.« Als der Biber etwa eine halbe Stunde gegangen war, traf er eine triefend nasse Feldmaus. »Weißt du vielleicht, wo ich Herrn Glück und Sohn finde?«, fragte der Biber. »Nein, weiß ich nicht«, sagte die Maus mit kläglicher Stimme. »Das Unwetter hat meine Höhle überschwemmt. Jetzt habe ich kein Zuhause mehr. Nimm mich mit, Biber. Lass uns Freunde sein. Ich helfe dir bei deiner Suche, denn vier Augen sehen mehr als zwei.« »In Ordnung«, sagte der Biber. »Setz dich doch oben auf den Koffer, damit dein Fell trocknet. Und wenn du Herr Glück und seinen Sohn siehst, dann rufst du ganz laut.« Die Feldmaus
kletterte auf den Koffer und der Biber wanderte weiter. Bald darauf kamen sie beim großen Schilfwald an. Und dort sahen sie auch gleich Meister Pelikan auf einem Baumstumpf sitzen. »Schönen Tag, Meister Pelikan«, sagte der Biber. »Ich möchte dich was fragen, wenn's erlaubt ist.« »Ist erlaubt«, sagte der Pelikan. »Wir suchen einen Herrn Glück und seinen Sohn wegen dieses Koffers hier. Den haben sie nämlich verloren. Weißt du, wo sie wohnen?« fragte der Biber. »Glück und Sohn«, sagte der Pelikan. »Ja, ich glaube, die wohnen jenseits des Schilfwaldes. Nehme ich zumindest an. So ein großer, rothaariger und ein kleiner, dicker. Sind's die?« »Ich weiß nicht«, sagte der Biber, »aber es könnte stimmen.« »Wisst ihr was?«, sagte der Pelikan. »Ich fliege euch hinüber, sonst verirrt ihr euch im Schilf. Hüpft in meinen Beutel, den Koffer nehme ich mit den Zehen. Auf! Eins, zwei, seid ihr drüben. Einverstanden?« Und so machten sie es auch. Kurz darauf flog der starke Pelikan mit dem Biber, der Maus und dem Koffer über den großen Schilfwald. Auf der anderen Seite des Schilfs setzte sie der Pelikan ab. »Geht da entlang«, sagte der Pelikan. »Immer der Nase nach, dann werdet ihr Herrn Glück und Sohn bestimmt finden.« »Welche Nase?« fragte die Maus. »Meiner oder der des Bibers?« »Am besten beide Nasen«, sagte der Pelikan. »Das ist das Sicherste.« »Also gut, auf Wiedersehen, Meister Pelikan.« »Soll ich jetzt eine Weile den Koffer tragen?« sagte die Maus. »Wenn du möchtest«, sagte der Biber. Die Maus nahm also den Koffer und sie wanderten weiter, immer ihren Nasen nach. Wie sie so gingen, sahen sie, dass erneut Gewitterwolken aufzogen. »Oh je«, rief der Biber, »gleich wird es wieder regnen. Komm, beeilen wir uns, damit wir schnell zur Wohnung von Herrn Glück kommen.« Und sie begannen zu laufen, immer ihren Nasen nach. Aber von Herrn Glücks Wohnung war weit und breit nichts zu sehen. Schon fielen die ersten dicken Regentropfen. Und da fiel die Maus plötzlich in ein Loch. Flutsch! Und weg war sie. Nur der Koffer blieb auf der Wiese liegen. »Maus, wo bist du?« rief der Biber durch den Regen. Er schob den Koffer beiseite und da sah er das Loch. Es war der Eingang zu einer Kaninchenhöhle. »Komm herunter«, rief der Kaninchenvater. Verwundert kroch der Biber in den Kaninchenbau. »Ah, hier unten war es gemütlich und trocken und warm. Und lauter nette Leute saßen da im Stroh. Der Kaninchenvater, die Kaninchenmutter, ein Kaninchenonkel und drei Kaninchenkinder. Die Feldmaus hatte sich ins weiche Stroh gelegt und war bereits eingeschlafen. Der Biber legte sich dazu und dann ging das Erzählen los, während draußen zum zweiten Mal an diesem Tag ein Unwetter niederging. Der Biber berichtete den Kaninchen von seiner Suche nach Herrn Glück und dessen Sohn. Jedoch, die Kaninchen wussten auch nicht, wo der Biber die beiden finden konnte. So verbrachten der Biber und die Maus eine angenehme Nacht in der behaglichen Kaninchenhöhle. Am nächsten Morgen setzten der Biber und die Maus frisch und ausgeruht die Reise fort. »Versucht es doch auf der anderen Seite des Flusses«, rief ihnen der Kaninchenvater nach. »Gleich hinter dem Hügel fließt er vorbei.
Eine Brücke gibt's dort auch. Kurz darauf kamen der Biber und die Maus zu der Brücke. Aber sie war von den vergangenen Unwettern schwer beschädigt worden. Nur ein schmales Brett führte noch hinüber, mehr nicht. Biber, ich hab Angst, sagte die Maus. Ich glaub, ich trau mich nicht hinüber. Ach was, sagte der Biber, klettere auf den Koffer, halte dich gut fest und mach die Augen zu. Ich trage dich hinüber. Vorsichtig tastete sich der Biber über den schmalen Holzsteg. Als er in der Mitte angekommen war, gab es einen lauten Knacks und das Brett brach entzwei. Dann platschte es 1, 2, 3 Mal. Biber, Koffer und Maus lagen im Fluss. Der Biber hatte es gut, der konnte ja prächtig schwimmen. Der Koffer auch, der schwamm wie eine Luftmatratze. Aber die Maus, wo war die Maus? Ging die etwa auf dem Grund spazieren? Gott sei Dank. Oh, da war sie ja. Ein Wasserfrosch hatte sie gerettet. Der Frosch schwamm dem Koffer nach und reichte die nasse Maus dem Biber hinauf. Dann kletterte er ebenfalls auf das Kofferschiff. Wack, sie hat etwas geschluckt, sagte der Frosch. Aber Quack, das schadet nichts. Darf ich ein Stück Quack mitfahren? Soweit du willst, sagte der Biber. Ich hoffe nur, der Fluss bringt uns zu Herrn Glück und seinem Sohn. Und er erzählte auch dem Frosch die ganze lange Geschichte. Während der Biber erzählte, trieb der Koffer immer weiter, immer weiter, immer weiter den Fluss hinunter. Und genau in dem Moment, als der Biber mit seiner Geschichte fertig war, ließ die Strömung etwas nach und das Kofferschiff schwamm in einen kleinen See hinein. In der Mitte des Sees türmte sich angeschwemmtes Treibholz. Das sah aus wie eine Biberburg. So ein schöner Platz, rief der Biber. Hier möchte ich bleiben und eine neue Biberburg bauen. Wack, wunderbar, rief auch der Frosch. So einen ruhigen kleinen See, quack, habe ich schon immer gesucht. Die Feldmaus hatte sich von ihrem Tauchabenteuer erholt und zeigte auf das rechte Ufer. Mich setzt bitte bei der schönen sandigen Böschung dort drüben ab. Dort werde ich mir eine neue Traumhöhle graben. Sie ruderten ans rechte Ufer und gingen an Land. Plötzlich fiel dem Biber der Koffer wieder ein. Ach, sagte er und schlug sich an die Stirn. Jetzt hätte ich beinahe den Koffer vergessen. Ich muss ihn doch Herrn Glück und seinem Sohn bringen. Die werden ihn bestimmt schon überall suchen. Guten Tag, Herrschaften, sagte da eine tiefe Stimme hinter ihnen. Die drei Freunde drehten sich erschrocken um und sahen sich einem großen Dachs gegenüber. Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe, sagte der Dachs. Ich wohne gleich um die Ecke, wisst ihr. Ich habe unbeabsichtigt euer Gespräch mit angehört. Wie war das mit Herrn Glück und seinem Sohn? Da erzählte der Biber zum, ich weiß nicht wievielten Mal, die Geschichte, wie er den Koffer mit der Aufschrift Glück und Sohn gefunden hatte und wie er bisher vergebens die Besitzer gesucht hatte. Weißt du, Meister Dachs, wo ich Herrn Glück und seinen Sohn finden kann? Fragte er dann. Der Dachs lächelte. Ach, kleiner Biber, sagte er.
Das Glück ist gar kein Herr. Es ist etwas Unsichtbares. Ich glaube fast, es ist in dir drin. In mir drin? Sagte der Biber erstaunt und tastete seinen Körper ab. Das kann nicht sein, denn ich spüre es überhaupt nicht. Doch, es ist in dir, sagte der kluge Dachs. Überleg doch einmal. Hast du nicht Glück gehabt, als du den hohlen Baum im Sturm gefunden hast und dann die nette Kröte, die kleine Maus, den hilfsbereiten Pelikan, die freundlichen Kaninchen und den lieben Frosch? Ja, das ist wahr, sagte der Biber. Und dass ich den See hier gefunden habe und jetzt dich, Meister Dachs, das war doch auch nur wegen dem Glück. Ich verstehe. Und jetzt kann ich es auch spüren. Es fühlt sich ganz warm an, das Glück. Der Dachs, der Frosch und die Maus lachten. Aber wer ist dann der Sohn vom Glück? Fragte der Biber. Na, wer schon? Sagte der Dachs. Er steht direkt vor mir. Ich? Schrie der Biber vor Freude. Ich bin der Sohn vom Glück? Dann gehört der Koffer ja mir. Und er machte 2, 3 Purzelbäume. Als der Biber dann den Koffer öffnete, sah er, dass er bis oben hin mit bunten Krawatten gefüllt war. Hier, sagte der glückliche Biber, ich schenke euch allen ein Stück von meinem Glück. Und er band jedem seiner neuen Freunde eine Krawatte um den Hals. Danke an Erwin Moser als Autor und Illustrator. Danke an Annette Betz Verlag, im Karl-Überreuter Verlag. Danke an G&G Verlag, www.ggverlag.at. Ich wünsche euch noch viel Spaß und glaube, wir hören uns bald wieder. Bis zur nächsten Bilderbuchlesung. Eure Andrea.